Warum benutzen moderne Kampfpanzer keine gezogenen Läufe mehr? Als Fortsetzung zu dem Video, warum Drell verwendet wird und die meisten Waffen gezogene Läufe besitzen, kommt nun das Video darüber, warum moderne Kampfpanzer glatte Läufe verwenden. Die Antworten auf diese Frage sind vergleichsweise simpel. Hauptgrund ist Mündungsgeschwindigkeit. Ein Geschoss, welches aus einem gezogenen Lauf abgefeuert wird, ist am Ende des Laufes deutlich langsamer als eines, welches aus einem glatten Lauf abgefeuert wird. Schuld hierfür ist, dass gezogene Läufe einfach einen deutlich höheren Widerstand haben, da das Geschoss durch die Züge und Felder geführt werden muss. Da dies, wie eben erläutert, bei glatten Läufen nicht der Fall ist, entsteht somit eine höhere Mündungsgeschwindigkeit vom Geschoss. Und da Geschwindigkeit bei Wuchtgeschossen sehr, sehr wichtig ist, hat sich dieses System einfach durchgesetzt. Ein glatter Lauf bedeutet allerdings nicht, dass das Geschoss in der Luft keinen Drall hat. Tatsächlich besitzen finnstabilisierte Wuchtgeschosse einen gewissen Drall, allerdings einen deutlich geringeren als Geschosse aus einem gezogenen Lauf. Dieser Drall wird erreicht, indem man die Finnen am Ende des Geschosses leicht anwinkelt. Aber so viel erstmal dazu. Falls ihr mehr wissen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und folgt mir gerne für mehr Content.